Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Heute ist Donnerstag und ich bin verdammt spät dran. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange gewartet. Dann schauen wir mal, was liegt heute an. Oh, Adler gerupft. Nicht Schwierigkeiten mit dem Maschinengewehr. Halleluja. 5 Hühner rupfen. Kastanienschwämme sammeln. Mission für Sean McGuire erledigt. Rennen absolviert. Ah gut, Tonikum hergestellt. Das kriege ich hin. Kopfgeldjäger. Oh Mann, Adlerauge sowieso geplündert. Zu viel Aufwand. Große Tierkadaver spenden, kleine Tierkadaver spenden. Oh, Essen. Das kann ich. Waldspitzen finden. Sammlerstücke verkaufen. Und Tarotkarten finden. Bisschen tanzen. Und, ja, was verkaufen. Ah, 24 Stunden kein Tier getötet, das ist schwierig. Etwas im Wildnislager machen. Und legendäre Tiere mit Hilfe von Pheromonen gefunden. Was ist das denn jetzt für Wetter hier? Da ziehe ich mich doch mal direkt um hier. So. Wir sind hier gerade, ich zeige es mal eben an der, ich nenne sie mal Stelzenhütte. Mein Lager hat sich leicht verschoben. Ja. Ihr merkt, ich bin spät dran und bin schon ein bisschen fettig. So, dann checken wir mal eben, ob hier was ist. Sieht aber nicht. Oh, doch. Eine Flasche Whisky. Ja, bei dem nasskalten Wetter. Gerne genommen. Dann Knarre raus. Boah, ist das ein mieses Wetter. Boah, da wird mir fast kalt vom Zuschauen hier. Hier ist heute nichts zum Ausbuddeln. Dann mal hier knapp dran vorbeireiten, ob hier vielleicht schon die erste Tarotkarte liegt. Hier vibriert nichts. Dann gehen wir mal eben kurz rein. Wird heute eine schnelle Runde, denn ich muss morgen mal ein bisschen eher raus. Ich könnte mir auch mal eben hier so ein... So, erstmal aufwärmen. Jetzt war ein bisschen eher raus, da war ich stehen geblieben und dann... Sollte ich heute vielleicht mal zeitig ins Bett gehen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Donnerstag. Morgen noch. Dann gehen wir schon aufs Wochenende zu. Ist heute gar nichts. Das geht doch nicht. Oh, doch. Aber warum vibriert hier nichts, wenn hier so was rumliegt? Da fühle ich mich ja ein bisschen, ne? Dann gucke ich jetzt, ob hier nicht doch eine Tarotkarte liegt. Hier ist nichts. Ist auch nix. Dann düsen wir eben noch zu der anderen Hütte. So, Knarre raus. Wenn wir ein großes Tierchen sehen, dann nehmen wir es mit. Aber hier ist auch heute gar nichts, ne? Ich meine, gut. Bei dem Wetter will er unterwegs sein. Aha. Erste Tarotkarte gefunden. Zurück ins Lager. Aha, da ist es. Ja gut, man muss auch treffen, ne? Ich pflaster mal hinterher.
Das ziehen wir dann mit dem Lasso. Bis zum Lager, ist ja nicht so weit. Sagt die Temperatur. Boah. Mittags 11 Grad und Regen. Das ist doch nicht schön. Mir ist der Herbst wirklich lieber als der Sommer, aber... Ach, hier ist die Madame. Ich weiß gar nicht, kann ich das auf der Karte jetzt... Reicht das, dass ich gehört habe? Also, wer die Madame heute sucht, hier ist sie. Dann verkaufen wir hier gleich schon mal drei Sachen. Dann können wir schon mal ein bisschen Gold kassieren. Und dann können wir jetzt auch endlich den Hund streicheln. Denn das habe ich ja noch nicht gemacht. Da ist er. Ach, ist das nicht schön. Wenigstens einer, der sich freut, wenn man nach Hause kommt, oder? So. Schon wird das Wetter auch besser. Ich glaube, ich bin hier sowieso knapp an Ware. Oh, ist sogar angehalten. Supplies are looking healthy right now. Okay, this will have to do. Schon mal das und dann war das 10 kleine Tierkadaver. Anything's better than nothing. 6. 8. This is good quality. 10. I suppose this will do. Erledigt der Fall. Hier bestelle ich die Vorräte. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Oh, erstmal was reinprügeln hier. Erstmal was für die Linie tun, ne? Ist auch mal ganz wichtig. Oh, ja dann. Brauchen wir mal was Richtiges. Dann können wir ja am Wochenende richtig absahen hier. Oh, die kommen bis hier hin. Was ist hier los? Ah, merkwürdig. So, den hauen wir uns auch noch rein. Eben zu Madame. Und ich muss mal mein Pferdchen hier füttern. Aber nicht. Hat nicht so gut geklappt. So, nochmal. Und schade, nichts fertig. Also, kein Satz voll. Gucken wir mal, davon kann was weg. Oh. Absinth? So viel? Na komm, einen hauen wir mal raus. Und dann haben wir auch schon die drei Sachen fertig. Sonst sieht das aber auch alles so weit, so gut aus. Obwohl, was hat der? Ja, der kann auch mal weg. But the whole set is worth your while. Alles gut. Kann ich noch irgendwas? Nein. Kaufen. Nö. Gleich mal oben bei der Familie Watson oder wie die heißen, ob da ein paar Hühner sind. Aber hier buddeln wir erstmal was aus. Werden wir auch nie merken, wo das ist.
Stopp, auch erledigt. Ah, das gehört zu der wöchentlichen Sammlung. So, hier mal eben zur Familie Watson. Und da gehen wir jetzt nicht durch die Tür. Denn sonst laufen die weg. Ich glaube, 5 Stück war die Zahl. Dann haben wir schon mal 4. Da seht ihr es, 5 Stück. Was kann man besser hier machen? Kann das natürlich auch bei der Emerald Ranch machen, aber da laufen ja auch Leute rum. Wenn ihr da 5 Stück rupfen wollt in Ruhe, das klappt meist nicht. Bis dahin hat euch irgendeiner verpfiffen. Dann gibt's Stress. Da kennt ihr mich. Stress kann ich nicht gebrauchen. So, hier liegt keine Karte heute. Schade, schade. Herr Schulz, jetzt kommt ran hier. So, gucken wir, ob wir hier noch irgendwo ein großes Tierchen finden. Ja gut, ist ein Pferd, ist ein mächtig großes Tier. Das können wir mitnehmen. Das können wir und... Sag mal! Müssen wir auch nicht lange leiden. Wenn wir das hier erledigt haben, dann gucken wir mal eben. Ich habe, glaube ich, noch was offen. Jawohl. Da, was haben wir da? Eine Pfeilspitze, die holen wir uns auch gleich noch. Ah, wir reisen über Emerald hin. Vielleicht haben wir da Glück mit einer Karte oder so. Dass wir hier in so einem, weiß ich nicht, um die 20, 25 Minuten so ein bisschen was erledigt haben. Dass hier nicht auf Entzug kommt, ne? Dass ich hier... Ich war wirklich kurz versucht, nichts zu machen. Bin heute ein bisschen platt. Aber dann habe ich gedacht, nein. Das kann ich ja nicht machen. Weil wir dann an der Emerald Station sind oder Ranch. Wie spät haben wir jetzt? Ah, da ist es dann noch nicht dunkel. We're well stocked for the time being. So, haben wir schon mal 4 abgegeben, okay, insgesamt. Ich glaube 6 waren's. Also schaffen wir das heute auch noch. Jetzt stellen wir noch ein Tonico mehr. Wenn er versucht, da hinten ist es. Es ist zu groß. Können wir ja nie abgeben. Aha. Hier ist heute ein Fossil. Haben wir das auch schon. So. Wildnislager aufschlagen. Sieben Sachen sollen wir herstellen. Was immer gut ist. Ist ein Kaffee. Ein koffeinhaltiges Heißgetränk. Ne? Wer den Film gesehen hat. So. Damit. Und ein Tonikum sollen wir herstellen. Und dafür in Sengsalbei kommen.
Zack, 0,25. Oh, stimmt, da habe ich letztens eins von verbraten, glaube ich. Nö, Betäubungsmunition mache ich mal nicht. Pferdenahrung. Ja, da sollten wir mal ein bisschen was von machen. So, unser Pferd auch fit halten, ne? So. Zack, auch erledigt. Dann Schnellreise. Wieder für eine Handvoll Dollar. 5 Dollar. Halleluja. So, können wir einen kurzen Schluck trinken hier auf der kurzen Schnellreise. Tja, hier liegt keine Karte. Sehr schön, da liegt auch keine. Aber hier ist irgendwas. Aber diesmal keine Karte, sondern dann... Oh, ist hier die Schnapsflasche. Hör ich da? Ein legendäres Bison. Ah, da oben liegt da was. Da oben liegt eine Karte, habe ich schon gesehen. Da ist es. Heute war, glaube ich, die Pheromonnummer, ne? Jawohl. Ah, hier tickt es auch. Ist es. Ja, ich weiß nicht. Soll ich es jetzt jagen oder betäuben? Wo ist es denn überhaupt? Da. Rennt es schon weg. Oh. Das war die falsche Munition. Deswegen habe ich das letztens verbraten. Da macht man das Fell mit kaputt, wenn man es damit erledigt. Bin mir ziemlich sicher, dass man es damit platt macht. Meine Güte. Ja, zu nah dran bringt nichts. So. Dann nehmen wir das lieber mit ins Lager. Da bringt es nämlich richtig was. So. Jetzt checken wir aber erstmal, ob hier nicht auch noch was ist. Wir brauchen ja nur noch Tarotkarten, zwei Stück. Aber hier ist heute mal gar nichts. Das ist ja schön. Aber gut. Wir müssen auch nicht so viele Aufgaben erledigen. Ganz ehrlich, wir gucken mal hier. Fürs Gold macht man es ja schon nicht mehr. 618 Barren. Nee, keine Hühner da. Da oben ist eine Karte. Jetzt checken wir hier mal eben. Habe ich überhaupt was zu verkaufen? Aber die Reisekosten ja wieder. Drin, ne? Aha. Dann
ist hier hinten. Das holen wir mal zuerst. Bei der Wäscheleine. Da. Keine Ahnung was. Ich weiß nicht, eine Münze oder was. Jo, Vierteldollar. Aha. Auch wieder für die wöchentliche Aufgabe. Hier hört man schon. Hier ist noch eine Tarotkarte. Da ist sie. Uns eben noch die eine Pfeilspitze, die wir da auf dem Schirm hatten. Ja, und dann bringen wir das alles zurück ins Lager. Und ich denke, dann reicht es auch. Ihr habt die Aufgaben für heute gesehen. Ihr habt mich wieder gehört. Ja. Ich denke, am Wochenende habe ich dann noch ein bisschen mehr Zeit. Aber zwecks der Hochkarte gucken wir mal eben hier. An der anderen Hütte. Habe ich mich jetzt hier im Nebel total? Nein, ich bin noch nicht total. Wollte ich euch sagen, Richtung passt. Da ist der Baum. Oh, oh, oh. Oh, ging aber nochmal gut. So. Hier ist heute auch nichts, oder was? Schmuck abgrasen. So, dann holen wir uns, wie gesagt, die Pfeilspitze. Geben dann das Fell ab. Ja, den würde ich ja eigentlich gerne mitnehmen hier, den, aber... Oh! Da haben wir Glück. Zeige ich euch direkt. Den Baum sollte man sich sowieso merken. In der Story zum Beispiel. Hier ist es bei dem N von Heartlands. Und da hängt heute eine Schatzkarte für Lau. Weiter geht's. Tja, auch noch Glück gehabt hier. Aber warum auch nicht, ne? Da hinten sieht man schon Leuchten. Diesen Baum sollte man sich merken. Ich zeige es nochmal eben in der Story. Da hängt nämlich eine der Flaschen. Ein Goldnugget. So, hier habe ich das Blatt geritten. Dem ziehen wir wenigstens eben das Fell über die Ohren. Und dann sind wir schon, boah, wieder bei 25 Minuten. Ne? Irre. Absolut irre. Wie schnell das geht. Also für mich. Für den, der zockt. So, Lager.
well stocked for the time being. So, hat er direkt wieder genug zu tun. Jetzt kaufen wir mal eben die Karte nach bei der netten Madame. Die Pfeilspitzen. Ich hatte gehofft, dass hier noch ein großes Tierchen ist. Da ist eins. Das packe ich schon mal eben aufs Pferd. Ist das nicht schön? Die hat immer gute Laune, oder? Genau. Verkaufen. Quatsch. Kaufen. Kaufen, sag ich. So. Da ist es. Das können wir kaufen. Das machen wir auch. Happy hunting. I know you will be lucky with this. Und jetzt geht's zurück. Jetzt noch hier so ein Gabelbock oder so, dann hätten wir wenigstens das auch noch fertig. Was steht da? Was ist da? Dann haben wir wenigstens die großen Tierkadaver auch noch abgegeben. Man muss auch treffen, ne? Dann können wir jetzt auch wirklich beruhigt Schluss machen, oder? So. Wieso? War der, wurde der nicht angezeigt hier? Supplies are good. Da ist er. Erledigt. So. Das war die Runde am Donnerstag. Ich zeige euch nochmal eben hier. Ist noch viel zu viel offen. So, vier Sachen. Bei Naturkundler müssen wir Glück haben, dann wären es noch drei. Okay, Schwarzbrenner machen. Tanzen. Zwei. Und was wegbringen. Dauert alles viel zu lange. Ist heute machbar, wie ihr seht. Noch eben zwei Fallspitzen oder eine Tarotkarte. Dann wäre die Sache auch schon durch. Aber... dann wird es zu spät. Vielen Dank für euren Besuch. Bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.